Gemäß einer Studie, die in der Zeitschrift Science im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, befinden sich unter unseren Füßen enorme Mengen an Wasser. Es wurde festgestellt, dass die größten Wasservorkommen des Planeten nicht in den Ozeanen oder den Polarkappen liegen, sondern unter der Erdoberfläche, die bis zu dreimal mehr Wasser enthält als alle Ozeane, Seen und Flüsse zusammen. Vor kurzem wurde bekannt, dass unter der Oberfläche der Hauptstadt Spanien, Madrid, ein großes Grundwasserreservoir existiert, das sich über 2600 Quadratkilometern erstreckt. Der Tertiär Aquifer von Madrid entstand vor 5 bis 20 Millionen Jahren, bestehend aus Schutt und viermal größer als die gesamte Fläche der Hauptstadt, die etwa 600 Quadratkilometer umfasst. Geologisch gesehen ist die Durchlässigkeit des Landes, in dem es liegt, sehr gering, was jedoch nicht verhindert, dass es sich auf natürliche Weise durch das Eindringen von Regenwasser wieder auffüllt. Es verfügt über eine jährliche Wiederauffüllungskapazität von etwa 120 bis 150 Kubikhektometern. Es ist überraschend zu wissen, dass ein Teil des Wassers, das heute noch in großen Tiefen gespeichert ist, vor Tausenden von Jahren gefiltert worden sein könnte. Vom großen Reservewasser zu sprechen, wäre also eine starke Untertreibung. Doch das ist nicht der einzige Grundwasserleiter und auch nicht der wichtigste auf der Welt. Im Jahr 1953 wurden im Süden Libyens große Mengen Grundwasser entdeckt. Es handelte sich um den größten Grundwasserleiter für Süßwasser weltweit, bekannt als das nubische Sandstein-Aquifer-System. Es enthält zwischen 100 und 150.000 Kubikkilometer verfügbares Grundwasser und könnte nach Schätzung mehr als 1000 Jahre halten. Es wird angenommen, dass allein die Menge an Wasser unter dem Gebiet von Libyen etwa 35.000 Kubikkilometer beträgt. Die Entdeckung erfolgte zufällig während der Suche nach Ölvorkommen und stattdessen stieß man auf eine bedeutende Trinkwasserquelle. Da alle Aquifere in den Wüstenregionen im Süden des Landes lagen und weit von den bewohnten Gebieten entfernt waren, beschloss die Regierung von Gaddafi im Jahr 1984, das ehrgeizige Projekt des großen künstlichen Flusses zu starten. Die Kosten für dieses Projekt, das von der libyschen Regierung finanziert wurde, beliefen sich auf 25 Milliarden US-Dollar. Es war das größte Wasserprojekt der Welt. Das Projekt umfasst etwa 1300 Brunnen, die meisten von ihnen mit einer Tiefe von über 500 Metern und liefert täglich 6.500.000 Kubikmeter Süßwasser an Städte wie Tripolis, Benghazi und Sirte sowie andere. Im Jahr 1991 wurde die Phase 1 des Projekts abgeschlossen, was die Bereitstellung von täglich 2 Millionen Kubikmeter Wasser und mehr als 1600 Kilometer Rohrleitung ermöglichte. Derzeit sind auch die Phasen 2 und 3 des Projekts in Betrieb. Phase 2 hat eine Kapazität von 2.500.000 Kubikmeter Wasser pro Tag und versorgt die Städte im Nordwesten des Landes, während Phase 3 darauf abzielt, die Infrastruktur der Phase 1 zu erweitern. Im Jahr 2009 wurden täglich 6.500.000 Kubikmeter Wasser aus den Aquiferen in die Städte des Landes geleitet. Die letzten Phasen des Projekts, Phase 4 und 5, wurden aufgrund des Bürgerkriegs in Libyen im Jahr 2011, der zum Sturz der Regierung von Gaddafi führte, nicht fertiggestellt. Darüber hinaus wurden eine der beiden Fabriken, die die Rohre herstellten, von der NATO zerstört, die angab, dass dort Kriegsmaterial gelagert wurde. Aber selbst ohne Abschluss können wir behaupten, dass sich der größte künstliche Fluss der Welt in der Wüste Libyens befindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das große künstliche Flussprojekt in Libyen ein bemerkenswertes Beispiel für die menschliche Fähigkeit ist, Herausforderungen anzugehen und lebenswichtige Ressourcen bereitzustellen, selbst unter extremen Bedingungen wie in der Wüste. Obwohl das Projekt aufgrund von Konflikten und anderen Hindernissen nicht vollständig abgeschlossen wurde, bleibt es ein bedeutendes Zeugnis für die menschliche Innovation und den Willen, den Zugang zu sauberem Wasser zu gewährleisten.